Und damit willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind hier bei schönen sonnigen Wetter am Strand und genießen die vierte Welt. Und ja, ich wollte nicht alleine sein, ich habe mir mal Retro rangeholt. Der liegt hier gerade auf einer Liege neben mir hier am Strand und ja, zusammen genießen wir die Sonne. Hab mich gezwungen, ich wollte lieber im kühlen Keller bleiben. Okay, wir haben heute einiges vor. Einerseits das letzte normale Level dieser Welt und das K-Level. Und ich habe Angst davor. Und ja, los geht's hier in Coralli Galli. Let's go. Ich bin sehr gespannt. So, du hast ja an sich das Spiel ja auch schon gespielt. Allerdings auch nur zwei Welten maximal. Ja, genau. Das war bei mir. So wie bei mir, ich verstehe das nicht. Momentan suchte ich ja dieses Spiel, oder sagen wir es mal so, ich zocke zwar auch nur ein Part, maximal zwei Parts pro Tag, aber dennoch habe ich immer wieder richtig tolle Bock hier auf dieses Spiel. Weil es einfach so mega Spaß macht, die Musik ist toll, die Grafik ist toll und so weiter und so fort. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber dann war da so ein Level, hat man da irgendwie fünfmal dran versagt und dann hat man auch keine Zeit gehabt und hat man es erstmal liegen lassen. Ja gut, das ist gut möglich. Oh, Puzzleteil gleich für die Bananen. Sehr schön, 1 von 5. Ja, vielleicht war es bei mir damals auch so. Jetzt habe ich halt den Ansporn, das alles aufzunehmen. Und guck dir mal diese Unterwasserwelt an. Ja, das sieht doch schon echt nice aus. Nein, ich möchte jetzt hier Diddy nicht verlieren. Und das nur für eine Münze, na toll. So, ja, jetzt will ich öfters mal Luft schnappen. Wird das wieder schwer? Das wird bestimmt wieder schwer. Wir hatten schon im letzten Part, zumindest das erste Level des letzten Parts war auch nochmal heftig. Da ging das zweite Level eigentlich auch noch nur, dass wir da mit den Puzzleteilen so ein bisschen zu tun hatten. Was wird denn hier so von uns gefordert? Aha, was soll das sein? Da machen wir mal einen Wirbler. Aha, und dann geht das da auf. Okay, daraus lässt sich bestimmt auch irgendwas machen. Okay, eine große Turbine, aber vorher gucke ich mir das hier nach unten und oben und überall mal an. Weil es kann sich ja jederzeit irgendwas hier verstecken. Richtig. So, und bevor ich das aktiviere, hole ich nochmal kurz Luft. Zack. Und wieder rüber. Komm, Diddys Jetpack hier mal. Und nun geht es los. Ach du eine, die kommen mir da jetzt entgegen. Oh, ich muss bestimmt die Münzen alle einsammeln. Bestimmt muss ich die Münzen einsammeln. Ah, lass ich mich jetzt... Ja, das war doch klar. Na gut, haben wir wenigstens das Puzzleteil. Ich bin zwar jetzt in Sturm, aber wir haben wenigstens das Puzzleteil. Leider gibt es hier nirgendwo einen Kong. Kein Fass. Ah, du. Hallo, ich will dich besiegen. Ah. So, die Puzzleteile werden ja ein Glück gespeichert. Bedeutet, es war nicht umsonst hier der erste Versuch. So, und da unten. Ich habe leider kein Diddy mehr. Im letzten Part, also das zweite Level, war ja auch ein reines Overworld-Level. Also bedeutet am Strand so. Und... Achso, ich hatte ja schon ein Leben verloren. Ich wundere mich gerade. Hey, Moment mal, warum bin ich hier gestorben? Aber... Jetzt, ja, da wissen wir es. Kurze Frage, hast du auch Berührungspunkte mit anderen Donkey Kong-Spielen? Ich habe damals, ganz weit damals, Donkey Kong Country gespielt auf dem Super Nintendo. Allerdings muss ich dazu anmerken, da konnte ich nicht mal lesen. Aber du hast da wenigstens schon Berührungspunkte. Das ist ja bei mir nicht so. Ich habe zwar Donkey Kong Country Returns ein paar Level mal bei Kumpeln so gezockt, aber halt auch so wenig, dass ich mich da auch kaum noch dran erinnern kann. Und das hier auszuweichen, das ist wirklich heftig. Wenn ich dadurch bin, dann bin ich froh. Und wir fangen erst hier wirklich den Part gerade an. Bedeutet, wir haben noch das K-Level. Wie schwer wird denn das K-Level sein? Och nein. Obwohl das letzte K-Level eigentlich kein Problem so wirklich war. Aber demnach denke ich, dass dieses K-Level nun heute wieder ordentlich reinhauen wird. Ach, Mano. Ich will nicht. Ich habe keine Lust. Und hätte ich noch Diddy... Du hast keine Lust. Und hätte ich noch Diddy oder so, dann hätte ich wenigstens hier zwei Herzen. Ich würde dir empfehlen, dich gleich komplett in die Ecke zurückzuziehen, da wo du herkommst. Ah, ich hab's wenigstens jetzt überlebt und dann bin ich jetzt hier drüben. Luft kriege ich auch, aber muss ich hier jetzt auch alle Bananen einsammeln? Ich hoffe nicht. Nee, hier muss ich doch nicht. Das war eben schon. Da wird man jetzt hier nicht so schnell noch ein Puzzleteil machen, aber ich sammle sie trotzdem ein. Nee, das kriegt man auch gar nicht hin, alle Bananen hier einzusammeln. Nee. Oha.
Okay, dann. Oh, das war. Hier einmal mal bitte drehen. Okay, das öffnet sich da. Aber oh. Da kommen ja noch andere Gegner jetzt hier. Die habe ich gar nicht gesehen. Eigentlich hätte ich jetzt schon tot sein müssen, aber. Ein Glück nicht. Gerade so noch Glück gehabt in der Hitbox. Ja. Da ist ein Puzzleteil. Da ist ein K. Das ist kein Puzzleteil, das ist nur ein K. Entschuldigung. Da so. Ist es her. Das K haben wir. Okay, wir liegen auch noch ganz gut hier drin. Also, wir haben jetzt erst das K und schon zwei Puzzleteile. Das ist eine gute Statistik. So, wollen wir mal schnell hier weiter? Ich glaube, da hinten gibt es keine Luft. Ich brauche nochmal Luft. Weil sonst sind wir tot. Ich schwimme hier sowieso mit nur einem Leben hier entlang. Uiuiui. Das ist nicht ganz so klug, aber was soll ich machen? Man kriegt ja auch kein Herz oder so. Kein Kong, nix. Nix. Na, man merkt, wir sind schon sehr weit fortgeschritten im Spiel. Aha, eine Außenpassage und da oben links, da gibt es ein Puzzleteil, das sieht man ja. Hallo, ich wollte eine Rolle machen. Eine Rolle? So, hier. Ach nein, hier komme ich nur mit einem Kong hoch, oder wie? Was ist denn das? Nur mit Diddy oder Cranky? Na toll. Vielleicht kriegen wir noch einen von denen. Oder mit euch. Kann ich mit euch hier irgendwas machen? Mit dir kann ich hier auch nichts machen, nee. Ach, jetzt bin ich sowieso tot. Gut, haben wir wieder beide Leben. Na, mein. Alter, ist und ja nicht am mal... Checkpoint. Richtig. Und, da gibt's ja auch keinen Gegner oder so. Aber hier kann ich mir jemanden holen. Sehr schön. Ich nehme Dixie. So, was gibt's hier? Okay, ein paar Bananen, die ich auf Zeit einsammeln muss. Komm mal von oben. Und du da. Und man kriegt Bananen als Belohnung. Okay. So. Nein. Ach, na gut. Cranky ist mir auch noch lieb. Zumal wir hier auch Stacheln sind. Ja. So, hier hoch. Und ja, ein Puzzleteil. Ich habe das ganze Spiel für die Switch. Stimmt. Das heißt, ich habe den Funky Mode, aber die kann man, das muss man da vorher auswählen, bevor man das Spiel startet. Habe ich auch schon gelesen, dass das so ein einfacher Mode sein soll. Ich weiß jetzt nicht, was der so alles kann, der Funky. Der hat so ein Snowboard, womit er oder ein Surfbrett. Okay. Und mit diesem kann er dann quasi auf Stacheln einfach rauf. Das macht das einfacher. Ah, okay. Stachelkugel. Die habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich könnte wetten, dass es hierfür vielleicht ein Puzzleteil gibt, wenn man hier alle Bananen einsammelt. Ich warte mal kurz hier drinnen. Uiuiui. So. Dann wieder zurück. Aber das Schöne ist, dass wir hier irgendwie unendlich Luft haben. Ach nee, durch die ganzen Münzen und so, die wir einsammeln, kriegen wir Luft. Und da gibt es eine große Bananenstaude. Na gut. Ja, so ein einfacher Modus ist an sich nicht schlecht. Ich finde es gut, dass man den optional wählen kann. Allerdings. Aber was auch wirklich gut ist, du kannst ihn, glaube ich, danach auch nicht mehr ändern. Das finde ich dann wieder, weiß ich nicht. Aber was ich gerade sagen wollte, wiederum finde ich es aber auch nicht ganz so gut, weil man generell schon ordentlich Hilfe vom Spiel bekommt. Man kann ja mit diesen Münzen, die ich einsammle, kann man sich extra Herzen zum Beispiel kaufen oder halt auch noch andere Hilfeleistungen, zum Beispiel wenn man unterfällt, dass man nicht stirbt. Ja, deswegen kann man den, glaube ich, auch gar nicht mehr deaktivieren. Oder weil entweder du spielst an diesen einfachen Modus, der ist ja auch wahrscheinlich für die jüngere Generation mitgedacht. Nein, Cranky. Und ja, ist halt so eine Sache. Ist halt so eine Sache. Und ich weiß nicht, ob es dafür eine Position gibt, wenn man alles einsammelt. Ich gehe das Risiko ein. Nein, gibt es nicht. Nein, schade. Da will ich mal alles einsammeln. So, ich bin jetzt hier unten wieder. Und wir wollen dann jetzt hier noch durch. Ich habe jetzt auch mal Dixie genommen, weil Dixie einfach unter Wasser am besten ist durch ihre Haare. Und okay, wir sind jetzt hier. Okay. Was machen denn ihre Haare unter Wasser? Zeige ich dir gleich. Ich muss hier erstmal alle Bananen wahrscheinlich einsammeln. Oh, was ist... Nee, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, aber hier gibt's bestimmt... Die Bananen spawnen auch neu alle, deswegen. Ja, mal gucken. Aber man weiß halt nie. Und hier, siehst du, was ich hier mache? Du hast einen Propeller. Richtig, so eine Art. So, ich habe mich leider treffen lassen. Aber warte, ich muss ja hier...
Aber die Bananen immer wieder neu spawnen. Ich sammle die trotzdem mal alle ein. Man weiß halt wirklich nie. Aber es kommen halt auch wirklich immer neue Bananen dazu. Okay. Hätte ja sein können. Oder? Kommen jetzt Bananen? Ja, da ist noch eine. Ja, okay. Dann geht's mal nach ganz unten. Immer weiter. Immer sofort. Gibt's hier. Aber hier gibt es bestimmt noch irgendwo woanders ein Puzzleteil. Ich guck mir das Ganze nochmal an. Wenn du natürlich irgendwelche Secrets siehst, immer mir sagen, ob ich da rein kann? Nee, okay. Weil oftmals übersehe ich Puzzleteile, was auch bei so einer Anzahl halt auch klar ist. Zum Beispiel in den Mario-Teilen, da hat man 3 Starcoins, die man zusammen hat. Hier hat man die 4 KONG-Buchstaben. Plus entweder 5, 7 oder 9 Puzzleteile. Mhm. Okay, Checkpoint. Das finde ich gut. Hier gibt es auch nochmal. Achso, ich dachte, hier gibt es nur Dixie. Ja, ich bleibe mal bei Dixie, aber ich will mir die Leben auffüllen. Okay, dann gibt es wieder diese komischen Dinger. Pflanzen, wie auch immer. Ja, Ranken. Das sind Ranken. Ja, dann halt Ranken, bewegliche Ranken oder so. Da haben wir das N. Ja, ich mache mir Sorgen über die Puzzleteile. Wir hatten jetzt schon länger keins mehr. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Ja, mal gucken. So, das N gehört uns. Und die Luft geht mir aus. Aber hier vielleicht ein Herz. Na gut, das habe ich auch gerade verloren. Und ein bisschen Luft habe ich bekommen, ein Glück. Also insgesamt Gewinn gemacht. Okay. Dann können wir uns hier weiter schießen. Hier ist sonst sowieso weiter nichts. Kettensägen. Oder halt generell sowas. Hier einfach mal durch. Nein! Das war schlecht von mir. Das war sowas von schlecht von mir. Lieber ein bisschen mehr die Ruhe bewahren. Warum gehst du jetzt so nach oben? Alter, das geht ja hier zusammen. Ach du Ali. Okay, das war schlecht von mir gemacht. Da muss ich dann ein bisschen mehr die Ruhe bewahren. Hier unten gab es ja einen Kongfass, richtig? Ja, ein Glück. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier mal schön durch. Das N noch holen und dann können wir nochmal einen neuen Versuch starten. Oh, das ist so krass, dass wir jetzt hier schon so failen. Obwohl wir noch gar nicht beim K-Level sind. So, wir schnell hier durch, da gibt es auch wieder Luft. Und dann mal gucken, wie wir das hier anstellen. Vielleicht müssen wir ja hier auch halt alle Bananen einsammeln. Aber denke ich nicht, weil das geht hier immer tiefer, immer. Ah, da konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. So. Das geht. Ah, Dixie ist weg, schade. Boah, es wird ja hier immer krasser. Eine Strömung nach ganz unten. Wir haben. Da ist das Ziel. Wir haben auf jeden Fall was übersehen. Wir haben. Was? Das O fehlt uns? Was? Das O fehlt, Dennis. Wo war denn das O? Weiß ich auch nicht. Doch, das war doch bei den einen Dings-Checkpoint. Ich weiß es nicht. Und hier scheint auch nichts weiter zu sein. Okay, na gut, dann ab ins Ziel. Und dann mal gucken, wo die ganzen Sachen sind. Bedeutet, ja, das war wieder mal ein bisschen schneiden. Dass wir nicht mal KONG zusammen haben. Na toll. Aber wir haben den Weg zum Boss-Level freigeschaltet. Immerhin. Na, immerhin. Ja, immerhin etwas. Eine Kleinigkeit, über die man sich freuen kann. Ach, warte, hier. Oh, das konnte man doch sehen. Ach, komm, hier jetzt rein. Das konnte man doch sehen. Und Squawks flippt auch schon hier aus. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, wie konnte ich das übersehen? Wie konntest du das denn einfach nur übersehen? Mensch, wie kannst du denn eigentlich nur? Das muss man sich echt mal fragen. Mensch, 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 Mensch. Und da ist auch gleich das O. Och nee, dass ich das so billig. Und jetzt habe ich auch noch Dixie verloren. Aber das O haben wir wenigstens. Mal gucken, wo das letzte Puzzleteil ist. Aha, hier muss irgendwie was sein. Hä? Er wird hell. Ach, da oben. Och nein. Das ist ein Bonus-Level. Och nee. Das ist bitter. Ach Mann. So, jetzt hier.
bisschen die Ruhe bewahren, weil wir haben uns hier auch schon mal ein bisschen verschossen. Aber es ist doch dann gut möglich. So. Ach, na toll. Das O haben wir auch, bedeutet, jetzt geht's zum Ziel. Alles ist nun da, sehr, sehr schön. Das Level ist beendet. Und nun kommen wir zur puren Hölle. Ich bin sehr gespannt. Ja, da ist der Boss. Und um den kümmern wir uns erst im nächsten Part. Weil wir müssen erstmal das hier irgendwie überleben. Warte, das ist Funkys Krimskrams. Krimskramskiste, die will ich hier nicht haben. Sondern da. 4K Walzen, Wahnsinn. Ja, ich bin auch schon wahnsinnig gespannt. Mal gucken, wie das Level wird. Von der letzten Welt war ja nicht ganz so krass. Daher denke ich mal, das hier wird wieder ultra mega schwer. Nimmst du das Level jetzt in 4K auf? Nee, das ist 1080p. Warum? Aber das Level heißt doch auch irgendwas mit 4K. Achso, ja. Ach du Heilige, was seid denn ihr für kranke Menschen? Da muss ich bestimmt alle Bananen irgendwo mal einsammeln. Ach, leck mich hier. Und wir kriegen nicht mal einen Begleiter. So krank sind sie. Aber wir haben öfters mal Pause, wo wir uns ausruhen können. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht wird es doch nicht ganz so brutal, wie ich zuerst dachte. Ist da links einfach? Du meinst, der erste Schein, der könnte täuschen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da links noch was ist. Aber nee, da ist nichts. Mal wieder dieselbe Musik, die einen so tolle triggern kann. So. Die ikonische Donkey Kong Musik. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja. Ach man. Aber mal wieder schönes System. Schöne Idee. Ach du Heilige. Ja, unser erster Tod hier. Nur da war ich jetzt ein bisschen überfordert, dass ich so weit springen muss. Egal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also. Kann ich ruhig das mit euch hier auch nochmal gemeinsam machen? Hier gibt es ja keinen Posit. Ach, das war so dumm von mir. Ach, Mann. So, dann. Hier und. Tu mal weg. Aber wofür gibt es dann die Puzzleteile? Bestimmt wieder 5 Stück, richtig. Also alle Bananen hier einsammeln war es ja schon mal nicht. Bestimmt irgendwo woanders Bananen einsammeln. Ich kenne doch Retro inzwischen schon. Also nicht Retro, sondern Retro Studios. Retro Studios. So, und jetzt das hier. So, hier hoch. Wow. Und dann runterfallen. So muss das sein. So muss das gemacht werden. Nicht. Bin so stolz auf dich. Aber jetzt weiß ich, dass es da kein Puzzleteil gibt. Das ist schon mal ein Vorteil. So, hier rüber, zack. Mal ein bisschen hier durchwaschen. Man muss das Level immer wieder auswendig lernen. Das ist bisher in jedem K-Level so gewesen. So, zack, zack, zack. Besiegt. Und dann das hier nochmal. Hier hoch und hier hoch. Oh, was machst du denn? Was machst du? Du solltest keine Rolle machen. Du solltest in den Boden stampfen. Ach, Mann. Ich hasse das jedes Mal, wenn das gemacht wird. Weil das ist für dich als Info-Retro, das ist dieselbe Taste. Ich verstehe. Und dadurch ist es sehr, sehr hinderlich, wenn man dann stampfen will. Und dann macht man plötzlich die Rolle und springt in den Tod hinein. So. Das ist... Ha. So, dann... Hier mal weiter oder halt erstmal hier dich zur Paralyse stampfen, weil die Rollen, die sind halt auf diesen kleinen Plattformen nicht ganz so gut zu machen. Ach nein, jetzt habe ich den Gegentreffer erlangt. Ah, das hätte jetzt nicht sein müssen. Okay, ich bin wieder hier. Der Anfang ist nicht schwer. Man kann das ganz in Ruhe machen. Oh, warum drehst du dich in dem Moment gerade um, du? So, hier. Okay, wie geht's weiter? Ach du Heilige. Das heißt, ich muss dann da runter und gleich wieder da hoch. Ja. Achso, ich muss da zurückspringen. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Was bist denn du für einer? Den habe ich noch nie gesehen. Wie? So, den ersten Teil haben wir ja jetzt schon oft genug gesehen. Bedeutet, der wird halt rausgeschnitten von mir. Und dann kümmern wir uns um den anderen Teil. Auch du drehst dich immer wieder da um. Du bist so hässlich. Mann, oh Mann.
So, hier runter. Und drüber da und hoch da. Wie besiege ich dich denn? Aha. Jetzt hat er. Jetzt wäre er gerade offen gewesen, ne? Genau. Ich wollte mir das erstmal angucken. So, jetzt. Oh, 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 oh. Da. Komm, komm. Und jetzt habe ich dich. Was ist hier drin? Einfach ein Puzzleteil? Ja, moin. Okay, nehme ich dankend an. Es gibt ja meistens ein einziges Puzzleteil, was so ein bisschen geschenkt ist. Ja. Und jetzt geht's mit Fässern weiter. Da muss man gut das abpassen. Ach du Allee. Wow. Wenn ich mich da weiterschieße, werde ich sofort weitergeschossen. Bedeutet, ich muss das mit einberechnen. Ach du Allee. Seth, was bist denn du für eine Scheißhummel? Ich fliege ja hinterher. Ja, und da unten war ein Puzzleteil. Das hole ich mir noch. Weil ich werde eh gleich hier sterben. Vielleicht gibt es noch ein Puzzleteil, wenn ich alle Bananen einsammle. Nee. Ja, wir gucken uns erstmal das Level so ein bisschen an. Huiuiui. Was ist hier denn jetzt los? Lava-Action, oder wie? Ich bin relativ weit jetzt hier gekommen. Also, das war schon mal so. Wo ich auch ein Puzzleteil dann ausgelassen habe. Da gibt's ein Puzzleteil. Ja, moin. Einfach so geschenkt. Ich glaub, aber warte. Ja, sehe ich gerade auch. Okay, das ist gut zu wissen. Ich bin eh jetzt tot. Ach nein. So, dann nochmal von vorne hier. Leider habe ich eben gerade ein Leben verloren. Das ist dieser hässliche Pinguin da vorne. Der schon ordentlich Probleme macht. So, hier runter. Dann nach links springen und hier hoch. Dann haben wir dich wieder hier mal. Zack. Lieber bleibst du da hinten. Das ist mir lieber. Habe ich hier ein bisschen Freiraum, um gegen dich hier anzutreten. Puzzleteil haben wir sowieso. Wo waren nochmal. Nein! Shit. Falsches Timing. Nein. Ich verliere immer beim selben Pinguin die Leben. Komm, ich bin jetzt so full live. Das läuft jetzt besser, hoffe ich. So, dich hier wieder. Dieses Mal muss ich gleich bei den Fässern ein bisschen mehr nachdenken und mehr Geduld beweisen. Wo war nochmal das Puzzleteil? Das war bei der komischen Biene. Genau. Das war wieder falsch. Und du bist wieder da. Ich war nie weg. Nein, bloß nicht. So. Nein! Wieder falsches Timing, Mann! Dann nochmal auf ein neues. Probieren diesmal ein bisschen Geduld hier. So, jetzt. Passt. So. Dann hier rüber. Okay. Jetzt. Jetzt. Wunderbar. Und hier muss ich. Ah. Auch schnell reagieren. Na gut, dann hole ich mir einfach das Puzzleteil so. Alter, der Gegner ist jetzt aber auch wirklich einfach geworden. Nachdem man weiß, wie es funktioniert. Genau. Ah, nee, ich. Oh, nee, ich denke nicht nach. Das war jetzt Fail. Komm, jetzt beste Voraussetzungen. Volle Leben. Da muss doch was gehen. Da muss doch was gehen. Na los. Und jetzt. Und jetzt. Sehr schön. Puzzleteil brauchen wir nicht mehr. Oh nein. Nein! Nein! Och, prall doch nicht ab. Zumal wir haben bisher nur einen kleinen Teil des Levels erst gesehen. Da kommt ja noch ordentlich was. So, Achtung. Und jetzt, ich habe wieder volle Leben. Von daher, hier rauf, da hoch, immer weiter hoch, immer weiter hoch. Ja, so ist das super. So ist das super. Und jetzt hier hin und dann das wieder mit der Lava, die ganze Scheiße. Muss ich da alle Bananen einsammeln? Ich weiß es nicht. Einfach jetzt hier mal durch. Nein, ich habe Roller getroffen. Und ich bin tot. Das war, denke ich mal, ein bisschen zu schnell. Es gibt halt auch nirgendwo ein Herz, was man wirklich mal gebrauchen könnte. Weil immer lasse ich mich von irgendwelchen Lappen treffen. Das ist sowas von doof, aber kann ich leider nicht ändern. Auch diese blöden Bienen. Ich hasse Bienen. So. Ja, es war knapp mit den Bananen. Ich weiß nicht, ob ich da alle
Bananen einsammeln muss. So, jetzt hier ganz in Ruhe. Kurz warten, hier rauf. Oder halt auch nicht. Lieber da oben abstoßen. Na, natürlich. Na komm, ich habe jetzt eine volle Leben. Das kriege ich doch jetzt hin. Bisschen Concentration und dann klappt das auch. Aber was denkst du? Ja. Ey, ich wurde doch da gar nicht mehr getroffen, oder doch? Ach, Mann, oh. Das war aber knapp. Das war daneben gesprungen. Eindeutig. Theoretisch. Ach, spring doch ein bisschen weiter, Mann, DK. Ich hoffe mal, du verstehst jetzt, was ich immer damit meine, mit den K-Leveln. Ja. Ach, Mann, zu spät. Zu früh, meinte ich. Was nun? Das war zu früh. Dann lieber doch ein bisschen länger warten. Na toll. Jetzt habe ich hier wieder nur ein Herz. Und das Belastende ist wirklich, dass man nirgendwo Herzen kriegt. Hä? Ich bin auch auf deinen Kopf gesprungen. Ach. Ja, ich denke mal, man darf überhaupt wirklich nicht auf den Bienen draufspringen oder so. So, jetzt hier, kurz warten, jetzt. Wunderbar, das sieht doch schon besser aus. So, mit vollem Leben dadurch bitte. Mit vollem Leben bitte dadurch zur Lavastelle. Das wäre Optimus Prime. Nein, 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 nein. Ach man, es war so gut und dann das da. Mann. Weil ich möchte wieder zur Lavastelle mal mit vollem Leben hinkommen. Ich war da jetzt so selten. Ich hänge hier immer noch am Anfang des Levels fest. Das darf nicht sein. So, hier. Nein. Doch, ich kann doch auf die drauf springen. Was? Ja, kannst du ja. Hast du einfach auch gemacht. Okay. Erstmal. Warum sagst du mir das nicht? Warum? Merkst du dir das nicht? Weil ich schon hier in Bedrängnis die ganze Zeit gerate und an so vieles denken muss. Ja, ja, natürlich, doch, Mann! Was war denn das gerade? Schlechte Voraussetzung, ich habe nur noch ein Leben. Ach, und ja, das hinterlasse ich hier gleich. Ja, spring doch mal! Ich würde sagen, dass das Level auf jeden Fall schwerer ist als das Level von Welt, das K-Level von Welt 2. Weil hier findet man gar keine Herzen, man kriegt keinen Kong. Gut, in Welt 2 hat man auch keinen Kong bekommen, aber dennoch finde ich das hier nochmal härter. Gerade weil man auch zum Beispiel bei der Lava gleich stirbt, wenn man sie berührt. Bedeutet, da helfen einem die Herzen auch nicht. Und ja, ist ja egal. Wie gesagt, die Herzen helfen nicht. Da ist es egal, ob man jetzt ein Herz hat oder zwei Herzen. So, an der Stelle würde ich mich einfach nur noch rauffallen lassen. Ja. Genau. Oh, dieser Pinguin ist da richtig schrecklich. Aber komm, wir sind weitergekommen. Was kommt jetzt? Hier waren wir noch nie. Hier muss man kurz warten. Okay. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Was ist das Scheiße? Ein Puzzleteil, gleich dahinter ist ein Puzzleteil. Ich finde das echt hart. Ich finde das wirklich richtig hart. So, jetzt hier ohne einen Gegentreffer hier durchkommen, das wäre super. Komm, komm, komm. Ja, wunderbar, wunderbar. Hier möchte ich auch immer noch mal alle Bananen einsammeln. Ich krieg das aber nicht hin. Du bist immer kein Ticken zu früh. Ja. So, jetzt hier Ruhe bewahren und runter da. So, Ruhe bewahren. Ach, egal, egal. Warte, warte, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. So, jetzt hier. Warten. Sehr schön. Ach, da war gerade dieser Stachelding da, Mann. Auf ein neues bitte hier wieder ohne Gegentreffer durch. Das wäre super, das wäre super, das wäre super. Ach, shit. Das, die sind wenigstens weg, aber ich bin gerade komplett durcheinander. Aber ich habe es wenigstens geschafft. Also jetzt ein bisschen später. Jetzt. Ja, aber es gibt kein Puzzleteil dafür. Okay, gut zu wissen. Hätte ja sein können. Das wollte ich unbedingt ausprobieren. So, wenn ich hier gut durchkomme, hier auf den Pinguin drauf springe, hier hoch und dann hier, dann passt das auch. So, jetzt. Hä? Hä? Okay. So langsam kommen wir auch so ein bisschen in Zeitbedrängnis, weil Retro und ich wollen dann noch einen Mario Kart Livestream machen.
Und richtig. Wie spät haben wir es, Ritter? Es ist jetzt halb. Halb, okay, gut, dann ist ja eigentlich noch Zeit. Halbe ja. Stunde Zeit, so ihr sehen noch. Für diesen Scheiß hier. Aber ich bin hier mit vollem Leben jetzt. Komm, jetzt auf den Pinguin drauf. Hier hoch. Ja, volle Leben. Sehr schön, sehr schön. So, hier rüber. Kurz warten. Und hier hin. Hier hin. Einmal getroffen, Herrn. Ach, Mann. Was soll ich denn da anders machen? Oh. Ach nee, keine Schusseligkeitsfehler bitte. In mir baut sich so ein bisschen der Druck langsam auf und ich habe mich eben von der Biene noch treffen lassen. Eigentlich brauche ich meine zwei Herzen hier. Ich brauche meine zwei Herzen, damit ich hier gut durchkomme. Aber, ja gut, auf mein zweites Herz muss ich jetzt verzichten. Gleich hier rüber und hier hoch. So. Und das Puzzleteil haben wir. Wir sind weiter, wir sind weiter. Was geht jetzt hier ab? Ja, natürlich, natürlich, natürlich! Hilfe! Nein, nein, nein! Ich habe zwar Hoffnung wieder und auch zwei Herzen, aber die zwei Herzen nützen mir nichts, wenn ich in die Lava falle. Und das ist ja auch in dieser letzten Stage dann der Fall. Das ist ja da unmenschlich. So, ihr sehen. Ja, komm, da habe ich mich jetzt einmal treffen lassen. Nicht so schlimm. Komm, komm, hier durch. Wunderbar. Jetzt bin ich wieder hier. Dass ich nur ein Herz habe, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, mit Lava-Berührung würde ich sowieso gleich sterben. So, und hier hoch. Okay. Das letzte Puzzleteil. Das letzte Puzzleteil. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft! Oh yeah! Alle Puzzleteile. Wir haben es geschafft, noch in der akzeptablen Zeit. Aber länger gebraucht als in Welt 2. Das vierte Artefakt. Mit allen Puzzleteilen. So, das grausame Level ist vorbei. Ein neues mysteriöses Artefakt gefunden, genau. Und in Welt 5 geht es dann weiter. Also erstmal beim Boss und dann in Welt 5. Und ich habe schon Angst vor 5K. Und vor 6K und 7K und 8K und 9K. Keine Ahnung, wie viele Welten es gibt. Also von daher, erstmal vielen Dank, Reto, beim Zuschauen. Gerne. Oder generell, dass du dabei warst. Zwar konntest du nicht viel reden, weil halt auch viel geschnitten werden musste, aber... Ja gut, das war ja schon uns vorher bewusst. Richtig. Wir haben es geschafft. Ich begebe mich jetzt in eine ganz kleine Pause, weil gleich geht's mit Stream weiter. Bye, bye. Ciao.